Hallo Sportfreunde, heute möchte ich mal ein bisschen was aus der Reihe erzählen, und zwar wie man den Brieftaubensport auch betreiben kann, also als Anfänger oder Neuling im Brieftaubensport. Das ist nur eine kleine Ideensammlung. Brieftauben kann man fast überall halten, leider jedoch nur, wenn die Nachbarn mitspielen. Die Haltung lässt sich zwar nicht grundsätzlich verbieten, aber deshalb nur Ärger zu haben, wäre nicht der Sinn der Sache. Für den Anfang reichen wenige Paare vollkommen aus. Drei Paare sollten es aber mindestens sein, da Brieftauben Schwarmtiere sind und allein emotional verkümmern würden. Zwei Paare sind nicht so ideal, da Tauben eigentumsbewusst sind und der Stärkere alles beherrschen würde. Ab drei Paaren verteilt sich dieses und lässt sich prima managen. Man sollte sich die Aufzucht und Führung der Brieftauben unbedingt vorher bei einem oder besser mehreren Brieftaubenliebhabern anschauen und sich im Netz informieren. Es sollte mit Jungtieren zum Absetzen begonnen sein, also wenn die Tiere circa 22 Tage alt sind. Ältere Tiere wären nicht an den Schlag gewöhnt und somit bereits beim ersten Freiflug wieder weg. Wer Probleme mit dem Nachbarn hat, könnte auch einen Kompromiss vorschlagen und die Tiere in einem relativ kleinen Schlag mit angrenzender, möglichst großer Voliere halten. Es wäre zwar die zweitbeste Lösung, aber immerhin. Tauben in einem Schlag ohne Freiflug und/oder Voliere halte ich nicht für ideal, auch wenn Tauben sehr anpassungsfähig sind. Unbedingt zu beachten wäre, dass Tauben sich recht schnell vermehren können. Wer also nur drei Paare halten möchte, sollte auf das Aufziehen von Jungtieren verzichten. Brieftauben sollten nicht das ganze Jahr über verpaart sein, da die Weibchen sonst immer wieder legen würden. Ein gutes Konzept könnte sein, die Tiere im Frühjahr zweimal legen zu lassen, dann zu trennen und im Spätsommer noch zweimal legen zu lassen, um sie danach wieder bis zum Frühjahr zu trennen. Man sollte die Eier nach dem Legen nicht einfach nur wegnehmen, da die Täubin dann in kürzester Zeit erneut legen würde. Stattdessen sollte man nach dem Legen des zweiten Eies sogenannte Gipseier oder Vollgummieier unterlegen. Somit überbrüten die Tiere die Eier 25 bis 30 Tage und legen erst dann wieder neu. Das schont die Weibchen und die Tiere haben nicht ständig den Stress, zum Nest zu treiben. Mischt man mehrere Futtersorten von auf Brieftauben spezialisierten Futtermittelfirmen, kann man im Grunde da für den Anfang nichts falsch machen. Einmal am Tag füttern, sodass nur wenige Körner liegen bleiben, reicht vollkommen aus. Was aber nicht für die Aufzucht von Jungtieren gilt, da sollte ein extra Napf mit Aufzuchtfutter in der Zelle stehen und die Reste daraus täglich den Tieren ohne Jungtiere im Trog zur Verfügung gestellt werden. Sind diese Tiere nicht satt, könnten sie ansonsten anfangen, die Zellen mit dem Zuchtfutter anzufliegen, was zu Beißereien führen könnte und auch die eventuellen Eier oder Jungtiere dann schädigen. Wasser sollte zu jeder Zeit für die Tiere zugänglich sein. Die im Handel erhältlichen Tränken sind vollkommen ausreichend. Nur bitte nichts in Kanarienvogelgröße nehmen. Wichtig sind auch Grit und Mineralien, welche man mischen und in kleinen, trockenen Mengen den Tieren zur Verfügung stellen kann. Wichtig ist hierbei das Wort trocken, denn feuchtes Mineralpulver rühren die Tiere kaum an. Bei nasskaltem Wetter können Tränkenwärmer unter oder neben dem Mineralpulver platziert gute Dienste leisten. Hier mal einige Vorteile, die Brieftauben zu anderen Haustieren mitbringen. 200 Brieftauben machen weniger Mist als ein einziges Pferd. Wenn Freunde zu Besuch kommen, braucht man keine Angst zu haben, gebissen zu werden. 100 Brieftauben machen weniger Lärm als ein bellender Hund.
200 übrigens auch. Die Versorgung und Pflege weniger Brieftaubenpaare kostet deutlicher weniger als die der meisten anderen Haustiere. Kanarienvögel mal ausgenommen. Brieftauben sind soziale Tiere. Es bereitet viel Freude, einfach nur zu beobachten, wie sich die Dynamik in der Gruppe entwickelt. Menschen mit Allergien können jederzeit gefahrlos die eigene Wohnung betreten, denn die Tauben sind ja im Garten, auf dem Dachboden oder wo auch immer untergebracht. Hat man mal wenig Zeit, nehmen die Tiere es nicht übel und die Versorgung ist in wenigen Minuten erledigt. Dies war nur eine kleine Auswahl der positiven Effekte. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja der ein oder andere Nachbar oder Freund vom Taubenbazillus anstecken und macht mit. Wünschenswert wäre es. Einen angenehmen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal.